Der geklaute Käse. Es war einmal ein hungriger Mäusebussard. Eines Tages beobachtete er, dass die kleine Menschenfamilie am Waldrand eingekauft hatte. Da sah er den Käse und vieles mehr. Er flog in das Haus, denn der Käse lag vor dem Kühlschrank. Er nahm den Käse und flog zu seinem Nest zurück. Dort zerbröselte er ihn und legte diese Käsekrümel in den Käfig. Dann kamen viele Mäuse in den Käfig. Der Mäusebussard fraß sie auf. Das machte er einige Tage und es kamen 1000 Mäuse in den Käfig. Er hatte somit Vorrat für das ganze Jahr gesammelt. Nun muss der Mäusebussard nicht mehr hungern. Ende!